Welt sagt mir gegrüßt. Schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Der Tiger 131 von Kobi, Maßstab 1 zu 12. 8000 Teile, ihr seht es hier unten schon. Aber auch 600 Euro für die 2801. Dementsprechend, da das Kobi ist und nicht Lego, und Lego sehr, sehr raffgierig ist und Kobi eigentlich nicht, erwarte ich natürlich für die 600 Euro, das ist ein Leuchtturmprojekt, Kobi möchte zeigen, was sie können, dass das Ding richtig rockt. Und zwar richtig. Wir sind preislich zwischen einem Hulkbuster und jetzt der neuen Venator irgendwo dazwischen in der Ecke. Ich erwarte natürlich von Kobi wesentlich mehr als das, was Kobi, was Lego bringt für das Geld. Erwarte ich bei Kobi natürlich einen 30-40% Aufschlag an Leistung. Ist ungerecht, aber ist halt so. Da sind wir. Wir haben tolle Rückseite. Nichts, von dem man sich fürchten müsste. Allerdings eine Sache, kleine Enttäuschung direkt zum Start für den kleinen Helden. Das ist geklebt. Das sind keine Siegel. Und drin sind diese Bauabschnitte. So, da gehe ich jetzt mal durch. Ich schaue mal, ich halte euch natürlich auf dem Laufenden.